Der Fernsehjournalist und Bestsellerautor Peter Hane hat das Verhalten vieler Bürger gegenüber der Partei Alternative für Deutschland kritisiert. Auch wenn die AfD durchaus umstritten sei, dürfe man ihren politischen Vertretern sowie deren Angehörigen nicht mit Hass begegnen. Hier wird die Menschenwürde missachtet, sagt er auf dem Christustag der evangelikalen Christusbewegung Lebendige Gemeinde in Leinfelden bei Stuttgart. Hane fragte weiter, wie manche Worte von Kirchenleitern denn zu der Bereitschaft der EKD-Botschafterin für das 500-jährige Reformationsjubiläum Margot Käßmann passen, mit Terroristen zu beten und ihnen mit Liebe zu begegnen. Sind AfD-Wähler schlimmer als Terroristen? Gebraucht werde eine breite Barmherzigkeitskultur, die jeden Menschen mit Würde betrachtet. Gegen Behauptungen in den Medien, dass die von christlichen Hilfswerken genannten Zahlen islamischer Übergriffe auf christliche Flüchtlinge übertrieben hoch seien, hat sich Pfarrer Gottfried Martins aus Berlin gewandt. Er hat am meisten Kontakt zu christlichen Asylbewerbern in Deutschland. Viele der Übergriffe werden aus Angst vor negativen Folgen den Heimleitungen nicht gemeldet. Wenn nun Journalisten meinen, die Aussagen betroffener bedrängter Christen durch eine bloße Nachfrage bei den Heimleitungen widerlegen zu können, ist dies methodisch mehr als fragwürdig. Natürlich werde man in Deutschland kaum einen Verantwortlichen finden, der erklärt, in seiner Einrichtung gebe es Übergriffe auf Christen. Martins meint dazu, wie naiv muss man sein, um aufgrund der Aussagen von Heimleitungen das Problem für nicht existent zu erklären oder gar diejenigen, die von ihren Erfahrungen in den Heimen berichten, aufgrund dieser Aussagen als Lügner hinzustellen. Ich glaube nicht, dass Kinder zu Soldaten gemacht, missbraucht und ermordet werden sollten. Das sagte Sam Childers in seinem Vortrag in der Krishona-Gemeinde in Hüttenberg bei Gießen. Das Menschenrecht der Kinder verteidigt er notfalls auch mit dem Einsatz von Waffen. Der als Prediger mit dem Maschinengewehr bekannt gewordene ehemalige Dealer und drogenabhängige Childers setzt sich seit seiner Bekehrung zu Jesus für Waisen und vom Bürgerkrieg traumatisierte Kinder im Norden Ugandas und im Südsudan ein. Sehen Sie einen Kommentar von Sam Childers, wie Jesus Christus das Leben eines Menschen verändern kann. Also, was ich Menschen in der ganzen Welt sage, ich denke nicht, dass es wichtig ist, zu wissen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Es ist wichtig für dich zu wissen, was Jesus in deinem Leben tun kann. Wenn er mich verändern kann, dann stell dir vor, was er in dir tun kann. Er kann große Dinge tun. Ich glaube, er kann mehr in dir tun, als er mit mir getan hat. Und er hat mich um die ganze Welt geführt, um das Leben von Menschen zu verändern. Und das möchte er auch mit dir tun.